Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Fußballmanager 22. Heute geht es im DFB-Pokal ran gegen den ersten FC Schweinfurt 05 in der ersten Runde. Richtige Top-Spiele, glaube ich, haben wir jetzt nicht zu erwarten in der ersten Runde. Ich werde auch viel rotieren jetzt. Ich hoffe, dass es mir nicht das Genick brechen wird. Zum Beispiel wird Alidou spielen für Balde Keita. Jonas David wird spielen anstatt für Schonlau. Also eigentlich alle, die jetzt halt eine Frische haben, die werden quasi ausgewechselt. Nur mal schauen, ob das auch alles so geht. Doyle kommt auf jeden Fall auf die Bank. Dann haben wir hier Jamra. Der kommt rein für Leibold und Wagner Mangel dann auf die Linksverteidigerposition. Ja, defensiv kommt Jakic rein. Und als Stürmer können wir dann Hoffmann spielen lassen. Und als Rechtsaußen bekommt Amad Diallo wieder eine Chance, damit Bakary Yata sich auf jeden Fall schonen darf. Oder schonen kann, sagen wir ja so. Dann gehen wir auch hier in die Taktik rein. Und warte, habe ich Flügel eingegeben? Oh, tatsächlich, nur Flügel. Ja, scheint dann bisher zu funktionieren. Er bekommt es und das war es dann quasi. Alles andere als ein Sieg wäre eigentlich eine Enttäuschung, aber ich kenne mein Team. Ja. Wir verlieren das heute nicht. Sagen wir so. Ja. Es ist der HSV. Naja. Es kann alles passieren. Ja, aber es gibt erstmal eine gelbe Karte wegen groben Foulspiel. Spielt sich ja eine Spielertruppe. Es gibt erstmal zu Rangeleien. Okay. So, dann springen wir ein bisschen. 11. Minute. Aktuell hat Schweinfurt schon die erste gute Chance gehabt. Ja. Die Begegnung entwickelt sich zum Geduldsspiel. Das ist nicht wirklich schön anzuschauen. Viel Ballgeschiebe, weniger Aktionen vor beiden Toren. Ja, toll. Komm. Concentration, Jungs. Die erste Chance ist für den HSV. Eine gute Chance und gleich mal das Tor. Philipp Hoffmann hat es geschossen. Nice, nice. Wie dies das 1-0? Fragezeichen. Starker Pass von Jakic auf Alidou. Dieser läuft ein Stück und flankt dann von links scharf und halb hoch in die Mitte und boxt das. Schmidt boxt das Leder weg, aber direkt vor die Füße von Philipp Hoffmann. Dessen Schuss passt genau in die Ecke und Tor. So wollen wir es doch haben. Weiter so, Jungs. Nächste Chance für uns, aber der Rechtsverteidiger hat gar keinen klären. Dann springen wir mal wieder 2-0. Ich will noch schauen, wer das zweite Tor gemacht hat. Hier und heute gibt es nur den Sieg. Und wer hat das zweite Tor gemacht? Diallo tatsächlich. Das ist doch schön. So, wer hat eigentlich hier Palen? Ah, Jakic. Stimmt, den müssen wir aufbauen. So, dann tun wir hier motivieren. Loben mich hier nicht, wir tun einfach nicht das motivieren. Da, dann Concentration, die erste Chance, gute Chance für Schweinfurt. Okay, es ist eine Großchance, was sie rausgespielt haben. Aber Feri, der aus 11 Meter trocken ins von Daniel Heuer Fernandes verlassene Tor zum 1-2 schieben will, verkläglich verzieht. Glück im Unglück. Concentration, Boys, ich lasse mal aufwärmen, obwohl ich jetzt eigentlich nicht wirklich jemanden auswechseln möchte. Ja, und zack ist das 1-0 gefallen. Na toll. 1-0. 1-2. Bro, Konzentration. Wir springen mal wieder. Es kommt Doyle rein für Eusebio. Und dann möchte ich eigentlich schon niemanden auswechseln, tatsächlich. Die sollen so spielen, wie sie jetzt sind. Konzentration weiterhin. Wie sieht es eigentlich von den ganzen Statistiken aus? Also wir haben auf jeden Fall mehr Chancen, aber wenn die Schweinfurter mal eine Chance haben, dann ist es eine gute Chance. Kann man eigentlich so gut zusammenfassen. Komm, die letzten Minuten, nichts mehr anbrennen lassen. Nachdem Reis sich anscheinend verletzt hat, zeigt Nico als fairer Sportsmann und spielt den Ball ins Aus, um eine Behandlung zu ermöglichen. Bei Ludwig Reis scheint es zum Glück nicht allzu schlimm sein. Hoch, das ist wichtig. Reis, der die letzten Spiele echt super gespielt haben. Und Jakic mit einer schönen Balleroberung im Mittelfeld. So, ich glaube, das wird jetzt austrudeln. Wir springen, ja, brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Hier ist pünktlich Schluss.
HSV übersteht die erste Runde. Ist auch nicht so oft immer vorgekommen. Schauen wir uns doch mal die Ergebnisse an. Ist da irgendeine Überraschung dabei? Waldhof Mannheim schmeißt Gladbach mit 2:1 raus. Gibt es dann hier noch irgendwas? Duisburg hat es geschafft, in die Verlängerung zu gehen, aber Frankfurt siegt dann im Elfmeterschießen. Bisher nichts. Kickers Offenbach hat immerhin 2 Tore gegen FC Bayern gespielt und die lagen sogar in der Halbzeit vorne. Interessant. Saarbrücken, Drittligist, schmeißt Zweitligist Kiel raus. Viktoria Berlin, Drittligist, schmeißt Zweitligist St. Pauli raus und seine Erzrivalen, finde ich schön. Osnabrück haut Bremen raus. Und ansonsten gibt es keine Überraschung. Also es ist eigentlich nur Gladbach, den es wirklich erwischt hat, rauszufliegen. Und dann gehen wir noch rein in die Pokalauslosung. Wen wir in der zweiten Runde bekommen. Ich hoffe, er kann allzu schweren Gegner. Das werde ich jetzt aber simulieren. Ah, wir spielen gegen Hansa Rostock. Wir wurden gleich als nächstes gezogen. Interessant. Okay, gibt es irgendwelche Hammerpaarungen? Vielleicht Stuttgart-Frankfurt. Was haben wir hier auf der Seite? Ja, nicht wirklich was. Also vielleicht Stuttgart-Frankfurt wird wahrscheinlich das beste Matchup sein. Und wir springen rein ins nächste Bundesligaspiel. Der dritte Spieltag ist da. Wir spielen gegen SG Dynamo Dresden auswärts. Der vierte gegen den zehnten. Friedrich ist verletzt. Noch für weitere 10 Tage. Er hat muskuläre Probleme. Schade, schade. Dafür kommt Schonlau rein. Der ehemalige Kante war bisher. Jonas David kommt raus für Clara. Aber er bleibt auf der Bank. Richter kommt rein für Diallo. Yusuf Moukoko spielt für Philipp Hoffmann. Leibold wird wieder spielen. Hier werden wieder die Positionen getauscht. Ludovic Reis kommt wieder raus. Da möchte ich... Wo haben wir ihn? Wo haben wir den, den ich spielen lassen möchte? Wo ist denn der? Ich finde ihn gerade nicht. Ah, hier, Eusebio. Der hat den Trade-Spielmacher. Oder? Genau, Spielmacher, der wird spielen. Und Reis kommt dann raus für Rodrigo Salazar. Doyle möchte ich dann einwechseln. Und Keita darf erstmal vorerst auf der Bank Platz nehmen für Diallo. Oh, Jatta, was machen wir mit dir? Du kommst rein für... Nee, du kommst rein für Keita. Aber wobei Keita, er ist eigentlich schon strong. Eigentlich muss man ihn spielen lassen, ne? Ja, komm, du darfst spielen. Ja, ich möchte so früh noch nichts riskieren. Mit der Ausspielung bin ich zufrieden. Wir gehen in die Taktik rein. Sonderbewachung bekommt... Johansson. Hey, du sollst die Sonderbewachung übernehmen. So, decken mussten wir niemand und dann gehen wir rein ins dritte Spiel. Wenn ihnen den Spaß am Fußball nehmen. So, und erstmal wie immer draufgehen. Herzlich willkommen zur zweiten Liga Begegnung zwischen Dresden und HSV. Anpfiff erste Halbzeit und wir erstmal mit einer guten Chance. Nach einer tollen Flanke von Tim Leibold ist Marco Richter noch mit dem Haarspitzen am Ball, kann ihn aber keine entscheidende Richtungsänderung mehr geben. Ja, erstmal ein starker Anfang. Wie zwei Kampfhähne gehen die beiden Mannschaften auch hier aufeinander los. Die nächste gute Chance. Chance für den HSV. Moukoko ist da einen kleinen Tick schneller als sein Kontrahent und spitzelt die Kugel vor das Tor. Vor Kevin. Nee, Kevin rettet per Kopf zur Ecke und mahnt seine Kollegen zu mehr Konzentration. Die nächste gute Chance. Ecke von links durch Salazar. Der Ball kommt an den kurzen Pfosten. Moukoko kann gegen Ehrens verlängern und Yaki steht plötzlich am langen Pfosten. Vollkommen ungedeckt, ist aber zur Überraschung köpft das Leder um einen halben Meter am Tor vorbei. Schade, schade, Schokolade. Nächste gute Chance. Klasse Auftakt des HSV hier. Beide Kerl zieht aus 15 Meter ab, setzt die Kugel aber über die Latte. Wenig später ist Moukoko knapp am langen Pfosten vorbei. Alter, wenn wir es hier uns anschauen, in den ersten 9 Minuten hier 4 gute Chancen. Jungs, mehr Konzentration. Dann springen wir mal ein bisschen. Erstmal eine Gelb.
Jetzt nichts passiert. Ich glaube, das Spiel flacht allmählich ab. Konzentration, Boys. Wir springen wieder. Und 1-0. Chris Löwe verwandelt einen Elfmeter. Ein klares Foul von Salazar an Rodri im Strafraum. Es gibt Elfmeter und gelbe Karte für Moukoko. Moukoko bewirbt sich mit einem harten Foul gegen Sebastian May um eine gelbe Karte mit Erfolg. Das geht so nicht. Leute, komm. Rodrigo setzt sich schön durch und passt dann zu Keita, der umzingelt von Dynamo-Abwehr in den Ball im Strafraum nicht kontrollieren kann. So, dann springen wir zum Ende. Okay, wir gehen rein. Das könnt ihr besser, steckt die Köpfe nicht in den Sand. Genau so würde ich sagen. Wir massieren wieder. Und dann gehen wir hier die Noten noch. Motivieren, motivieren, motivieren. Und Leibold müssen wir loben, der macht da anscheinend ein sehr gutes Spiel. So, dann drauf geht's. Erste Chance direkt gleich mal Dynamo Dresden. Wenn man uns generell hier die Chancen anschaut, wir sind deutlich überlegen, machen aber nichts draus. So, wir simulieren nach vorne. Passiert nichts. So, dann wechseln wir aus. Wagnermann nicht gut, der kommt raus für Jamra. Schallenberg kommt rein für Jakic. Bakariata kommt rein für Richter. Doyle kommt rein für Steven. Und Hoffmann kommt rein für Moukoko. So, damit muss es ja sein. Wir springen wieder. Jetzt kommen die ganzen Auswechslungen. Torhüter Anton stürmt weit aus seinem Tor, aber verliert das Laufduell gegen Bakirata, der allerdings am Tor vorbeischießt und damit die große Chance nicht mehr ist. Ja, toll. Die spielen jetzt natürlich auf Zeitspiel. Kommt's, Jungs. Nix. Komm, voller Angriff, jetzt ist scheißegal, entweder 2-0 verlieren oder wir machen noch das 1-1. Wir simulieren zum Ende 1-1 und dann 2-1. Immerhin, Keita hat das Tor geschossen, er steht bei 4 Toren und dann Weihrauch macht das 2-2. Ja, erste Saisonniederlage, nicht toll. Wir bleiben Vierter, hat sich nichts geändert, Spieltagsstatistik, ist niemand von uns dabei. Und wir nehmen den vierten Spieltag noch mit, wir sehen uns gleich. Der vierte Spieltag ist da, der HSV gegen Karlsruhe SC zu Hause. Der vierte gegen den zweiten, also schon mal ein Early-Top-Spiel. Wir haben unter anderem noch Marcel Schmelzer verpflichtet, vertragslos ist er gekommen. Mir ist aufgefallen, wir haben keinen zweiten linken Verteidiger. Und für Null-Tarif, wir zahlen jetzt nicht das höchste Gehalt, ganz ehrlich. Backup, Leibold sollte eigentlich hoffentlich alle Spiele spielen. Ich bin vollkommen fein damit. Alidou wird spielen für Balde Keita und Bakariata, sehe ich gerade seine Frische, wird nicht spielen. Okay. Ist Friedrich wieder fit? Nein, schade. Okay, dann wird Clara weiterhin spielen. Schallenberg spielt für Jakic. Und das war's dann. Lude wird Reis, kommt rein für Salazar. Er darf auf jeden Fall spielen. Und Salazar kommt immerhin auf die Bank für Doyle. Joshua Wagnermann hat letztes Spiel nicht so gut gespielt, genauso wie Schonlau. Ich hoffe, dass da jetzt mehr kommen. Dann gehen wir hier rein. Du überwachst ihn hier und Eusebio darf sich jetzt aussuchen, wer es ist. Und Moukoko ist Sturmtank, das wollte ich noch ändern. Und dann gehen wir rein ins Spiel gegen Karlsruhe. Kämpft um jeden Ball, so muss es. So, dann, wie immer, draufgehen, Jungs, draufgehen. Haben wir gleich wieder die Blitzchance? Nein, schade. Die letzten zwei Spiele war es immer so. Aber jetzt, 15 Minuten, erste Chance für HSV. Schallenberg schlägt den Ball etwas einfallslos einfach weiter in die gegnerische Hälfte, wo Alidou tatsächlich das Leder verlängern kann. Der Abschluss von Richter ist dann allerdings äußerst harmlos. Schade. Wir springen mal ein bisschen. Ihre Entscheidung, der eine Ball rollt auf sie zu. Wollen Sie einen coolen Trick zeigen? Nee, lieber nicht. Es ist Gift im Spiel. Die Akteure gehen teilweise viel zu hart in die Zweikämpfe, doch Schiedsrichter Boris sieht noch keinen Anlass, Karten zu ziehen. Okay, dann Concentration, Boys. Concentration, erste Chance Karlsruhe. Und wir wissen, der Gegner braucht nicht so viele Chancen wie wir. Ja, und da 1-0 HSV.
Herrlich zu einem Zusammenspiel der Hanseaten. Über Stefan und Ron Schallenberg kommt der Ball rechts zu Marco Richter. Seine scharfe Flanke kommt zu Mukoku, der das Spielgerät im Fallen artistisch über die Linie befördert. Und jetzt hat gleich mal im Anschluss eine große Chance oder gute Chance für Caso, aber eine Glanzparade von unserem Keeper Daniel Heuer Fernandes. Das ist nice. Super, weiter so, Jungs. Dann springen wir mal wieder. Nächste Chance, HSV. Eine gute Chance. Und Tor. Jawohl, das ist die Reaktion, die ich wollte. Marco Richter mit seinem ersten Saisontor für uns. Marco Richter mit einer tollen Einzelleistung. Zunächst setzt er sich gegen Heise, wurde aber durch. Dann überwindet er Marius Gersberg mit einem trockenen Schuss aus 16 Meter. Nice. Und die nächste Chance. Aber nichts ist da. Wir simulieren zum Ende. Und wir gehen mit einer 2:0-Führung rein in die Halbzeit. Lasst uns genauso weiterspielen, dann fügt sich alles zusammen. Es wird nochmal massiert. Und Noten vergeben. Marco Richter, Heuer Fernandes werden wir loben. Schonlau werden wir loben. Mukoku werden wir loben. Clara werden wir loben. Und das war's, dann bin ich out. Und dann geht's weiter. Oh, scheiße. Schonlau, gelb-rot. Ey, das ist nicht gut. Instant wechseln. Was machen wir? Wen nehmen wir raus? Ludwig Reis, ja, wir nehmen Reis raus. Und David kommt dann rein für ihn. So, Concentration, Boys. Wir hüpfen ein bisschen, damit ich jetzt halt auswechseln kann. Weil Salazar kommt nicht rein. Aber Jakic kommt rein für Schallenberg. Jamra kommt wieder rein für Wagnoman. Wenn Jamra jetzt abliefert, darf er im nächsten Spiel auf jeden Fall spielen. Salazar warte ich noch mit der Einwechslung. Wir springen jetzt, überspringen die ganzen Auswechslungen. Wie sieht es eigentlich die allgemeine Statistik aus? Die Chancen relativ ausgeglichen und jetzt eine gute Chance für Karlsruhe. Und die machen das vor. Ich gehe in die Taktik rein und mache übrigens Zeitspiel jetzt mal an. Konzentration, Jungs, Konzentration. Und dann springen wir wieder. Ja, und jetzt die letzten 10 Minuten würde ich sagen, ich möchte eigentlich nichts mehr auswechseln. Wir machen jetzt einfach bis zum Ende Konzentration und wir gewinnen das Spiel 2:1. Nice. Puh. Wahrscheinlich auch danke an Daniel, dass wir gewonnen haben und mit einer Note 1,5 beste Spiele. Nice, nice. So, die anderen Ergebnisse, diesmal keine so großartigen Ergebnisse wie damals in der ersten Saison, wo wir teilweise fast jeden Spieltag in 6-7-0 gesehen haben. Wir klettern durch den Sieg wieder auf Platz 3 und in der Top 11 ist niemand von uns dabei, aber ein ehemaliger Spieler mit Daniel Kinsolli. David Kinsolli. Ja, mit diesem Sieg würde ich mich dann verabschieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge Fußball Manager 22 hier mit den HSV. Bis dann. Ciao, ciao.